Hallo liebe Fische, hier kommt dein Kartenreading für die neue Woche, die Woche vom 25. September, die jetzt auch schon in den Oktober reingeht, am Sonntag dann der 1.10. Wow. Und schauen wir noch mal, was die Karten dir für diese Woche sagen wollen, liebes Fischlein. Dieses Kartenreading ist für dich, wenn du die Fische hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen oder vielleicht schaust du auch hoch. Quer für jemanden, der die Fische in seinem Chart irgendwo präsent hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und es geht für die Fische um das Thema Kompromiss. Kompromiss, Kompromisse schließen. Wir gucken gleich mal ins Tarot, was damit gemeint ist. Kompromisse sind ja, also was mir immer wichtig ist beim Thema Kompromisse, ist, ein Kompromiss sollte niemals ein fauler Kompromiss sein. Ja, also wenn ich einen Kompromiss schließe, sollte es nicht darum gehen, dass zwei Menschen verlieren, sondern es sollte für beide was Gutes bei rauskommen. Diese faulen Kompromisse, die so einen schalen Beigeschmack haben, die sind damit nicht gemeint, sondern Kompromisse, auf die man sich gut und gerne einlassen kann, weil sie vielleicht auch den Horizont erweitern. Ja, also, aber wir gucken mal, was bei den Fischen so los ist. Worum geht es denn hier beim Kompromiss? Was haben wir denn für die Fische? Was ist denn da so los? Die Liebenden. Wir haben die Liebenden auch, ja, im Thema Liebe, ja, gibt es wahrscheinlich viele Kompromisse. Und wenn die Liebendenkarte fällt, dann ist das ja immer, egal ob es jetzt um Partnerschaft geht oder ich liebe ein Projekt, das ich angehe, ich liebe mein neues Hobby. Ich liebe die Idee, die ich gerade im Kopf habe. Ja, also Liebe im weitesten Sinne. Auch hier hat man ja meistens zwei Seiten der Medaille. Also wenn ich das eine will, muss ich das andere irgendwie mit in Kauf nehmen. Ne? Also wenn ich meine Zeit und Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Idee setze, kann ich gleichzeitig nicht was anderes machen. Dann verzettel ich mich. Wenn ich mich auf eine neue Person einlasse, dann habe ich automatisch weniger Zeit für andere Dinge oder andere Menschen in meinem Leben. Ja, das wäre dann dieser Kompromiss. Ich entscheide mich für etwas und gleichzeitig entscheide ich mich gegen etwas anderes. Nicht, weil ich dagegen bin, sondern weil es der ganz natürliche Prozess der Dinge ist. Also schau mal, was du vielleicht auch ziehen lassen musst, damit etwas Neues, was du liebst, in dein Leben kommen kann. Ja, also ich bringe mal gerne das Beispiel, wenn du donnerstags abends immer zum Tischtennis gehst und jetzt hast du, weiß ich nicht, deine Liebe für Yoga entdeckt und der Yogakurs, den du machen möchtest, der ist auch donnerstags abends. Naja, musst du irgendwie einen Kompromiss finden, mit dem du am besten herkommst, weil an beiden Orten kannst du nicht gleichzeitig sein. So, was ist denn jetzt hier das Dilemma? Weil erstmal so die Liebenden ist ja schon mal eine ganz coole Sache, aber was ist denn jetzt hier das Dilemma, warum wir einen Kompromiss brauchen? Der Gehängte. Okay, also man sieht vielleicht zu sehr die eigene Sicht auf die Dinge und zu wenig die Sicht des anderen, der anderen Person, der anderen beteiligten Person nennen. Kann es natürlich auch sein, wenn es jetzt vielleicht um berufliche Dinge geht, um eine Teamgeschichte oder sowas. Sondern hier ist die Einladung, eben der Kompromiss könnte entstehen, indem ich versuche, die Sichtweise der anderen Person genauer zu betrachten, genauer zu beleuchten. Und ich habe das sehr oft in meinen Aufstellungen, dass jemand zu mir kommt und gerade in Liebesdingen sagt, ja, mein Partner, meine Partnerin, die sind so doof, die sind so komisch, die respektieren mich nicht, die sehen mich nicht, die lieben mich gar nicht mehr. Das war früher mal ganz anders, wie auch immer. Und dann stellt sich ganz schnell heraus, das stimmt gar nicht. Man hat einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge. Und gut, jetzt kommen halt hauptsächlich Frauen zu mir, von daher erzähle ich mal aus der Sicht von Frauen, aber bitte dreh es für dich, wie du es brauchst, wenn du ein Mann bist, der zuschaut. Dass Frauen kommen und sagen, ja, mein Partner ist total unaufmerksam, der liebt mich gar nicht, der sitzt abends am Handy und guckt nur aufs Handy oder schaut halt seinen Fußball, sein Fernsehen, seinen Film, daddelt am Computer irgendwelche Spiele rum und ist gar nicht mit der Aufmerksamkeit bei mir, der liebt mich gar nicht mehr. Und ich will jetzt mal wissen, in der Aufstellung ist da noch Liebe? So, und dann stellen wir das auf und stellen fest, ja, da ist jede Menge Liebe, dieser Typ, der liebt dich total, aber er hat eine andere Sprache der Liebe vielleicht. Und dass er dir
das Auto gewaschen hat, die Reifen gewechselt hat, den Garten gehakt hat, die Hecke geschnitten hat, dir einen Schrank aufgebaut hat. Das war seine Art, dir zu zeigen, ich liebe dich, ich mache das alles für dich. Und sie sitzt da und sagt, ich will aber tiefgründige Gespräche führen. Ja, und er auf seiner Seite sagt, eigentlich ist sie immer nur am Meckern, ich mache so viel für sie und sie würdigt es gar nicht und ist immer nur am Meckern und Zetern. Ich verstehe es nicht, liebt meine Frau mich dann noch? So. Und das ist dieses so aneinander vorbei Perspektiven, weil beide eigentlich das Gleiche machen, sagen und meinen, es aber so anders ausleben, dass man, weiß ich nicht, als wenn ein Chinese auf einen Japaner einredet, da, und ein Außenstehender denkt sich, sind doch zwei Asiaten, die müssen sich doch verstehen. Nee, tun sie aber nicht. So ist es hier auch. Ja, also und hier geht es eben darum, diese Perspektive zu drehen und ein neues Verständnis für den Gegenüber zu bekommen, statt immer nur auf seinem eigenen Recht oder seiner eigenen Meinung oder auf seiner eigenen Sicht der Dinge zu beharren. Eigentlich erklärt es das schon, genau, weil dann kommt neue Freude rein, dann kommt eine neue Heilung rein, dann kommt eine neue Leichtigkeit rein, dann kommt ein neues Miteinander rein, dann ist jeder auch wieder mehr in Ruhe mit sich selbst, weil eigentlich, warum entsteht denn diese Unruhe? Das ist ja nicht, weil der eine am Zetern ist und der andere sitzt am Computer oder so, sondern diese Unruhe entsteht, weil die einzelnen Personen in sich so unsicher sind. Es geht doch gar nicht um das, was der andere macht. Es geht um die eigene Unsicherheit, die zutage kommt. Dieses Übersehen werden, nicht gewürdigt werden, das ist das innere Kind, was da anspringt und am Zetern jammern oder beleidigt sein ist. Und da kommt eine ganz neue Heilung rein, wenn ich anerkenne, dass ich halt an den anderen einen Bedarf stelle, der sicherlich auch berechtigt ist und gleichzeitig aber übersehe, dass wir Chinesisch und Japanisch miteinander oder Mandarin und Japanisch miteinander sprechen und aneinander vorbeidampfen. Und das wäre praktisch hier so der Rat der Karten, mehr Verständnis für die andere Seite aufzubringen. Zu sehen, was wirklich da ist und dann eben vielleicht eben auch zu sagen, okay, vielleicht lerne ich ein bisschen von deiner Sprache und du lernst ein bisschen von meiner Sprache und dann verstehen wir uns schon gleich viel besser. Und ich deute es jetzt hier auf Liebe und Partnerschaft, aber natürlich kannst du das auch auf alle anderen Lebensbereiche deuten, beruflich, andere zwischenmenschliche Momente, wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch als abschließende Botschaft für die Fischer haben. Übrigens, wenn du mal lernen möchtest, wie man selber solche Sachen aufstellen kann, ohne dass man gleich eine Aufstellung buchen muss, sondern dass man schnell mal dahinter kommt, wie stehen wir eigentlich zueinander? Als Paar, im Team, im Miteinander, mit anderen Menschen. Am 22.10. findet der nächste Workshop statt. Jetzt habe ich ja am Sonntag einen, am 24., aber der war ratzfatz ausgebucht. Am 22.10. nächster Online-Tagesworkshop, wo es genau darum geht, wie kann ich danach, nach diesem Tag selber solche Themen ganz schnell für mich, für Kunden, für Freunde, für wen auch immer aufstellen. Du kannst es dann selber anleiten. Also melde dich gerne an. Ich verlinke das hier oder auch unten drunter in der Infobox. 4 Plätze sind jetzt gerade noch frei, wo ich dieses Video drehe, also melde dich schnell an. Freue ich mich, 22.10. Und ich habe hier als abschließende Botschaft für dich, liebes Fischlein. Wenn du den Pfeil nicht loslässt, dann ist die ganze Mühe umsonst gewesen. Also hab dein Ziel im Blick und schieß den Pfeil ab. Und dann könnte man eben auch nochmal auf gut Deutsch sagen, jetzt auch bezogen auf das Kartenreading hier, ihr habt doch das gleiche Ziel. Das ist ein schönes Miteinander, das ist eine schöne Liebe, das ist ein schönes was auch immer. Und es geht um das gemeinsame Ziel. Und ihr seid hier, weil das Ziel beiden wichtig ist. Und der Rest ist ja dann eigentlich nur noch die Kür des Ganzen. Ja. Und vielleicht ist es auch eine extra Botschaft zu sagen, wenn du irgendwelche Ziele hast, die du gerade erreichen möchtest, dann wäre es an der Zeit, da jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben, nicht nur vorbereiten, sondern auch rausgehen. Man kann auch in Perfektion sterben und nichts erreicht haben. Oder man sagt halt, okay, ich bin genug vorbereitet, ich baller jetzt mal raus, ne? Okay, das war deine Botschaft, liebes Fischlein. Ich hoffe, es hilft. Lass mir ein Herzchen da. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob es dich abholt oder was auch deine Sprache der Liebe ist. Und abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, weil damit kannst du mich ja auch super unterstützen. So, dann wünsche ich uns allen eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal, deine Denise.